Irgendeiner hat mich in den Kommentaren fett genannt. Daher, was sagt ihr? Verkaufen oder nicht? Brudi. Es wird erst beim Lambo ausgezahlt. Davor gar nichts. Zählt das eigentlich auch als einmal wöchentlich, wenn ich irgendwie immer an einem anderen Tag in der Woche das Video hochlade? Eigentlich ja schon, oder? Und mit diesen Worten, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's ja auch gut. Ihr fragt jetzt bestimmt, wo ist das Auto? Weil ich ja ganz los angekündigt habe, ein Autovideo zu machen. Ja, also ich habe das Autovideo aufgenommen gehabt. Es war Baba-Wetter, Junge. Ich hatte eine okay Location, war ein großer offener Parkplatz, keine Menschen da. Außer ein Pferd. Und habe ich auch alles toll gemacht. Glaube ich, ging, boah, die Aufnahme war 10 oder 15 Minuten. Dann fange ich an, das Video zu cutten. Und Bruder, was sehe ich? Ich spiegel mich einfach die ganze Zeit in den Scheiben. Weil ich es nicht mit dem Helm aufgenommen habe, sondern halt die GoPro abgenommen habe und mit der Hand alles. Ja, moin. Gar keinen Bock, irgendwie alles zu zensieren in dem Video. Also kommt kein Autovideo jetzt, sondern irgendwann später. Das Problem ist auch, dass das Wetter aktuell nicht so gut ist in München. Also heute ist einer der wenigen Tage, wo es sonnig ist und dann soll es wieder eine Woche regnen. Daher weiß ich nicht, wann das Autovideo kommt. Der hat keine Zeit. Ich werde jetzt versuchen, boah, dieses Wochenende, ich weiß nicht, wie das Wetter dieses Wochenende wird. Ich weiß auch nicht, wie es zeittechnisch bei mir aussieht. Daher, ich gebe mein Bestes, Videos irgendwie zu machen. Also, wir müssen wissen, heute ist Mittwoch, 16 Uhr. 18 Uhr Mittwoch wollte ich eigentlich immer Videos hochladen. Spoiler, das wird nicht hinhauen. Ansonsten, naja, was noch passiert? Irgendeiner hat mich in den Kommentaren fett genannt. Bro, what the f***? Warum fahre ich eigentlich durch die Stadt, Mann? Warum tue ich mir sowas an? Ich habe mal eine Frage an euch. Weil es geht mir jetzt schon ein bisschen länger durch den Kopf. Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, einen Teil meines Kryptovermögens zu verkaufen und mir eine Gixxer zu besorgen. Und auf der einen Seite wäre das übergeil, eine Gixxer zu haben. Auf der anderen Seite habe ich genau das gleiche für die Kawasaki auch gemacht. Ich habe einen Teil meines Vermögens ausgegeben und habe mir auch von die Kawasaki gekauft. Ja, dann hat der Kurs sich verzehnfacht. Da war ich da nicht so glücklich, dass ich im Endeffekt 20.000 für eine 250er gezahlt habe. Daher, was sagt ihr? Verkaufen oder nicht? Auf der einen Seite wäre es schon geil, jetzt einen 600er zu haben. Auf der anderen Seite, komm, ich habe das jetzt schon so lange mit der Kleinen durchgezogen und sie hat ja noch ein Jahr TÜV. Dass ich mir denke, die Saison noch die Kawasaki und dann nächste Saison was Großes. Und ja, ich weiß, ich sag schon, seitdem ich sie mir gekauft habe, nächste Saison kommt was Größeres. Ansonsten, ich hoffe, dass die Kameraeinstellung jetzt gut ist. Da war eine Grom und die hat mich nicht gegrüßt. Weil im letzten Video habe ich bemerkt, die Kamera hat schon sehr stark nach unten geschaut. Das liegt aber auch wirklich daran, dass ich ewig lang nicht mehr das Mount drauf hatte und so. Von daher habe ich es jetzt ein bisschen nach oben geschoben. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich nur den Himmel die ganze Zeit aufnehme. Das wäre auch eher suboptimal. Brudi. Meine Nase ist noch ein bisschen verstopft. Ich war übrigens die ganze letzte Woche heftigst erkältet. Und deswegen, vielleicht hört man es jetzt auch noch. Also Nase ging eigentlich gestern alles wieder. Jetzt auf einmal ist eine Nase noch wieder verstopft. Danke an der Stelle. Was machen wir hier, Typ? Wo sollen wir noch hinfahren? War nicht so das Problem? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Boah, meine Nase triggert mich anders. Ohne Spaß. Glückwunsch, Brudi. Was ich auch vorhatte mit dem Auto, ist wirklich durch Europa mal so zu reisen. So Ende Mai habe ich eh 2 Wochen Urlaub. Bruder, mich einfach ins Auto zu setzen und einfach rumzufahren. Da, wo ich hinkomme, da komme ich halt hin. Aber ich habe ein bisschen Angst davor. Und das sollte schon mehr als genug Infos sein, was für ein Auto ich mir da gekauft habe. Um nochmal zum Krypto-Thema zurückzukommen. Eigentlich sollte ich Krypto schon auszahlen, aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe damals das Geld, was ich fürs neue Bike eingespart hatte, reingebuttert. Mit den Worten, wenn es soweit ist, dass ich ein neues Bike hole, dann nehme ich das Geld, was ich eingezahlt habe, raus. Den Gewinn lasse ich drin. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es wird erst beim Lambo ausgezahlt. Davor gar nichts. Und die Isa ist... Alles fertig. Das hätten wir uns auch sparen können. Naja, das war's dann. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, allen Freunden, Familie, auch Unbekannten einfach das Video mal zeigen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Jalla.